Also ich kann sie ja gar nicht nutzen, ich komme gar nicht hier zur... hab gar nicht die Verlockung. Bei diesem Rennen da, wo du um die Insel fahren musst, bei dem Goliath, das ist krass. Also, ohne Fehler das zu fahren oder nichts, habe ich jetzt noch nicht geschafft. Und ich habe noch kein richtiges Auto dafür, aber das Auto könnte es sein, was ich jetzt fahre. Das Ding habe ich jetzt hier genutzt für die letzten Rennen da. Das habe ich auch jetzt realisiert, dass es sowas gibt. Weil ich, keine Ahnung, ich will einsteigen und Auto fahren. Ich brauche kein Spin irgendwie, ich brauche kein XP, ich brauche kein... Man hat ja sogar Level Up. Bin ich hier beim WoW oder bin ich hier beim COD? Level Up, Dings da, irgendwelches... Man kann sogar Emotes sich errollen. Okay. Also, aber hey, wenn das modern ist, wenn die Leute das feiern, ist okay. Also, ich hab's da zusätzlich, ich brauch's nicht, aber ich kann Racing fahren. Das muss ich mal schauen. Wähle das nächste Kapitel von Die Abenteuer von Horizon aus. Wo ist denn das? Kann man das da filtern? Stories, oder? Stories. Das müsste das sein. Nee. Was ist das? Stories? Das da. Hey, wie sah das hier aus? Guck mal. So mit so einem... Aber ich glaube, das sind alle die, oder? Hier. Ich glaube, das sind alle Storys. Oje, El Campeón erwartet dich zu deiner Trainingseinheit. Wir treffen uns hier. Bei nächster Gelegenheit, Ende. Hier? Ich bin nur die gefahren. Und das hier ist nicht die Story hier, das da? In 200 Metern. Oder ist das auch das? Das gleiche? Sie fragt ja nach jedem Level ab, hey, was hast du Bock? Bla bla. Sag ich immer, hey, ich möchte das Blaue. Blau habe ich noch nicht. Alles, was du freischalten kannst, ist Story. Okay, das passt ja. Ich finde es ja sowieso interessant, dass das eine Story hat. Ich weiß, dass. Also, ich weiß nicht, ob so Open World das Beste ist für so ein Spiel. Aber ja, so rumfahren ist schon cool. Ne, wenn man nur so Menüs hätte, würde ich es auch nicht schlimm finden. Kennst du den Test Drive Unlimited? Scharf links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Ich finde irgendwie, dass kein Spiel so wirklich geschafft hat, da ranzukommen an das, an den Charme. Auch kein Crew oder so, dass das irgendwie ganz anders war. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Nee, Test Drive Unlimited. Burnout war ja schon wieder zu arcade-mäßig. Aber ich fand's damals auch geil. Also bei Burnout habe ich gefeiert, diese Crash-Dinger da, wo du total viel.
du total viel Schaden anrichten musstest. Das war witzig. Die Burnouts an sich und die Rennen waren halt schon ein bisschen crazy. Das konnte man nie so wirklich ernst nehmen als Autorennen. Keine Ahnung. Das war halt jetzt nicht so, wo man sagt, oh wow. Vorzeige Autorennen spielen. Aber es war halt trotzdem legendär zu der Zeit. In 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Auch crazy, was man alles kaputt machen kann hier. Bäume, Zäune, Mauern, also das ist schon wild. Oh, das habe ich so schlecht. Das triggert mich schon mit einem Stern. Zwei Sterne Minimum, aber es war halt dann doch am Anfang und das ist halt dann... Vielleicht würde ich es jetzt besser fahren können, aber ich mache noch weiter. Kann ich immer noch versuchen, hoch zu pushen. Wenn ich noch Bock habe. Also, dich erwarten 3 Trainingsphasen. Ich erkläre dir die Regeln und alles. Sonst noch Fragen? Wenn ich zur Luchadora werde, brauche ich doch eine Maske, oder? Pues sí, aber du musst sie dir verdienen. Pero antes musst du dein Geschick beweisen. Ach nee, schon wieder so ein Scheiß. Vereint el espectáculo des mexikanischen Wrestlings mit der Energie des Rennsports. Was muss ich jetzt hier machen? Einfach nur sliden oder was? Ach so, ja gut, das ist halt. Auf Action aus, klar, mit Realismus hat es auch nichts zu tun. Ja, ja, das macht ja nichts, ist eh Geschmackssache. Ich versuche immer so ein bisschen was mit einfließen zu lassen. Außerdem sitzen wir eh vor einer Konsole oder vom PC und realistisch ist sowieso nichts, weißt du? Von daher ist es scheißegal, ob mehr oder weniger Realismus. Ich glaube, das ist, ob ich das Gute, was ich hier mache, keine Ahnung. Mann, da muss ich irgendwie Staub aufwirbeln. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt leise oder was ich machen soll, genau. Ich anscheinend nur 10.000 Punkte irgendwie. Aber kriege ich nicht zusammen in 10 Sekunden noch. Lol. Echt? So heftig? Nee, schau mir nicht. Störe die Zäune! Ach was, das stört die Zäune? Okay. Achso, Zäune zerstören gibt anscheinend Multiplikator, so ein Scheiß. Pero antes musst du dein Geschick beweisen. Lucha de Carreteras vereint el espectáculo des mexikanischen Wrestlings mit der Energie des Rennsports. Zäune, fahr über die Felder! Keine Sorge, die Farmer lieben Lucha de Carreteras. Ah ja. Das sind echt auch so wer. Bäume, Sprünge, Drifts, hohe Geschwindigkeit, okay. Immerhin habe ich es geschafft, das zumindest, dann kann ich aufhören damit. Also Zerstörung, beste. Okay, einfach direkt Shooter spielen.
El Campeón scheint beeindruckt, aber als nächstes musst du deinen Mut beweisen. Okay. Lucha de Carreteras verlangt nicht nur Geschick, sondern auch Tapferkeit. Mal sehen, ob du das hier meisterst, Valiente. Ach, scheiße. Ich hoffe das. Bin ich mir sicher. Vámonos! Was muss ich machen? Ich glaube, alles fing an, als Adoble de Riesgo von seinem Auto in den Ring sprang. Das war die Inspiration für Lucha de Carreteras. Und der Rest ist Geschichte. What? Was für ein Drift! Que Valiente! Rampe voraus! Tempo halten! Ja, ja, ja. LOL! Oh, es war schon fast vorbei. Hatte ich schon mal sowas. Ich sehe nichts, es ist so dunkel, Leute. Um so zu pumpen, braucht es Mut. Boah. Okay. Das ist total scheiße mit der Scheibe. Ich muss hier anders fahren. Das ist so dunkel. Geht scharf nach rechts. So dunkel hier. Gib Gas für Ganas! Lass es nach der Rampe krachen! Oh, ich darf halt gar nicht mehr unter das Ding kommen. Hast du gesehen, noch eine Sekunde war oder so? Achso, du hast jedes Mal 9 Sekunden. Okay, ich dachte, die Zeit ist halt. Achso, ich dachte, die Zeit ist dann zu Ende. Boah, knapp. Das ist der letzte Test. Beweise El Campeón Misterioso, wie schnell du bist. Wie schnell? Ach du Scheiße. Vamos! Es ist genau wie Lucha Libre. Ist das ein alter Peugeot? 206 oder so? Bleib auf der Strecke, ja? Listo? Also den ich eben hier als Konkurrenten habe. Ready, Ansage hier. Hard, hard left. Hard right. Nochmal hard links. Der andere kommt näher, hey, Hilfe. LOL. Okay. Die Route der Rudos könnte uns echt ein paar Sekunden sparen. Sie kennen die besten Abkürzungen. Ich hoffe, das Rennen geht noch. Ich habe noch den anderen Controller neben mir. Also der schon, aber der Gegner halt. Der ist doch ein alter Peugeot. 206. Vamos, querfeld ein. Verpasst nicht die Kurve. Ich querfeld ein, okay. Oho. Irgendwo hier hinter dem Gebüsch soll es eine Abkürzung geben. Boah, ach so. LOL, ich dachte, das sind Netze. Und rennen absichtlich rein. Okay, Idiot. Ich hab nicht gesehen, dass Container sind. Ey, zum Glück habe ich Schaden ausgemacht dann irgendwann. Scheiße. El Campeón Misterioso besiegt. So viel Zeit verloren dadurch. Anders wild. Zweifellos dein Können bewiesen. El Campeón Misterioso ist bereit, dich zu unterstützen. Du trägst nun den Namen Toro Loco! Toro Loco. Schau mal an. Schau an, was für eine Zeit. Das war der scheiß Container. LOL. Guck mal an. 18. Das war locker 2-3 Sekunden verloren bei dem scheiß Container.
Aber mir egal. Triggert mich schon ein bisschen, aber ich möchte die Story weiterspielen. Krass. Eso, mi toro loco! Dein erstes Gefecht wartet. Komm zu mir. Nein, wozu brauche ich einen scheiß Emote schon wieder? Was brauche ich, Socken? Wozu? Ich steige ich auf und sag jemand Hallo oder was? Ist das nicht der Kid? Dann machen wir dich bereit. Psst. Deine Geheimidentität ist bei mir sicher. Moment. Mal kurz wechseln hier. Das sind ja noch die Originalbatterien, lol. Original Duracell. Ich hab jetzt kommen all die Batterien rein, beste. Original Duracell raus, Original Aldi rein. So ein Ding ist das. Natürlich Aldi Süd. Juhu. So, weiter geht's. Jetzt die bessere Energie hier. Bei nächster Gelegenheit wenden. Scheiße. Wenn man Akkus reintut, kann man die auch laden, wenn man ansteckt per USB. Ich habe ja auch Akku, aber da ich so selten den Controller nutze, musst du vorstellen, das sind Originalbatterien. Das Ding ist halt schon ein Jahr alt oder so. Das Ganze. Aber man kennt es ja, Duracell und hält, ne? Ich habe immer Bock gerade aufzufahren, immer die Dingroute. Die Luftlinie halt. In 400 Metern rechts abbiegen. Aber das sind keine, also, ich habe Duracell reinbekommen, das sind keine Akkus. Das sind keine Akkus, das sind normale alkaline Batterien, Duracell. Die habe ich mitbekommen. Hier. Not for retail sale. Alkaline. Device manual. Non-popular, irgendwas. Ach so, extra kaufen? Ja, dann, Mann, ich habe hier Akkus. Ich müsste die halt dann laden und dann habe ich halt mal, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Akkus da und dann kann ich das so durchwechseln. Aber es wäre halt entspannter, einfach anstecken, ne? Also ich halt beim PlayStation-Controller komisch finde, dass der Akku halt fast gar nicht hält. Das bei Xbox hält sehr ewig. Und PlayStation Controller komme ich auch nicht zurecht mit den Analogsticks. Bei nächster Gelegenheit wenden. What? 200 Metern links ab. Da komme ich auch mit den Analogsticks nicht zurecht, da kann ich auch gar nicht wirklich Gas geben und bremsen. Denn mit den Triggern hinge. Und der Logstick ist so komisch, dass ich immer so wegrutsche. Ich versuche zentriert zu fahren, aber dann rutsche ich immer weg. Hier sind ja so Mulden, wo man einfach rein kann. Du hast dein Ziel erreicht. Den Daumen reintun kann. Finde ich viel besser, Xbox-Controller. Ja, ich habe das alte Kit, also
Ich habe das Kit für den Xbox 360 noch. Sogar. Also das alte weiße und das neue etwas schwarze längere USB-Ding. Also ich habe nur den Empfänger immer geholt, weil ich den Controller hatte von der Xbox. Also das alte weiße für den 360 und das neue, das schwarze lange USB-Ding. Verrate nie deinen echten Namen. Wenn du die Maske trägst, bist du Toro Loco. Und sprich auch nicht, das macht der Ansager. Alles andere ist startklar. Was zum Fick ist das? Was ist denn die wahnsinnig? Was möchtest du machen? Hell vom Warte fängt gleich an. Es gibt einen Herausforderer. Ach so, wieder Punkte. Dieses Fleisch ist von El Campeón gesponsert. Kann dieser neue Kämpfer das Erbe verteidigen oder wird das eine Niederlage? Bei dieser Qualifikation kannst du zeigen, was du drauf hast. Leg ein paar Sprünge hin, leg dem Tod ins Auge. Du weißt schon, mach dein Ding. Sollte nicht so schwer sein. Psst, nicht reden. Ja, 10.000 reichen im Endeffekt, ja. Oh. Aber gibt's sowas in echt, dass sie so eine Scheiße machen, oder was? Dann brauchst du theoretisch noch einen Akku, damit du per USB zocken kannst und laden. Mhm. Ja, aber das ist halt auch schon doof, oder? Ich hab Akkus hier, ich hab alles da. Das ist noch ein extra Ding kauf. Obi sie bescheuert. Lea Gymkhana kenne ich von Dirt. Mhm. Was ein Blödsinn, Alter. Keine Ahnung. Ist nicht meine Welt, aber ich mach's halt. Das ist ja okay, ist ja ganz lustig. Aber ich bin ja halt irgendwo in nirgendwo, wo es nicht einmal diese ganzen Dinger mehr gibt hier. Ich bin doch irgendwann mal in so einem Stage hier. Wo sind denn diese ganzen Dinger zum Kaputtfahren? Hier, da. Springen hast du auch gesagt. Dann wieder zurück. Was für eine Leistung! Ja. Von El Toro Loco können wir noch so einiges erwarten. Dieser Teil ist beendet und Toro Loco steht die Qualifizierungsrunde für das Stadion bevor. Ist ja okay. Bin zufrieden. Hab gehört, Toro Loco soll wieder antreten. 14 Kilometer. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bereit für ein neues Abenteuer? Du und ganz Horizon Mexiko. Auch schon gemacht. Dirtrennen, Querfeld ein, PR-Stunts, Straßenszenenrennen. Ist Dirt einfach nur WRC-mäßig oder ist Dirt mit Punkten? PR-Stunts, Querfeld ein, Dirt, Straßenrennen.
Beziehungsweise bekommst du das Play in Charge Kit? Ich habe hier einmal den weißen Controller von der Xbox One, dann habe ich den schwarzen von der neuen. Und theoretisch bräuchte ich halt dann, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt nutzen soll. Der fühlt sich schon besser an, denn der neue, denn du hast hier so Rillen beim L2 und R2 und L2 bei den Trigger-Dingern. Schon noch besser. Du kannst gar nicht mehr weggleiten mit den Fingern. Hey Katie, was läuft? Dort ist so Rallye-Rennen auf meistens unbefestigtem Boden. Das ist ja Querfeldein auch, wo, oder? So. Sollen wir mal Dirt probieren, oder was? Ah, Horizon Wilds. Wenn du Dirt-Rennen liebst, tobe dich im Dschungel aus. Okay. Im Dschungel. Ich bereite Ramiro auf eine Expedition. Scheiße, ich dachte, der portet mich jetzt dahin. Vor. Verirrt euch nicht. Wenn wir wieder dahin fahren, oder was? 400 Stunden. Was geht, Kate? Was treibst du? Hey, Amiga! Remus, danke dir. Moin. Es geht um einen Dirt-Außenposten und eine gewisse große Katze, der ich auf der Spur bin. Was spielst du noch so in letzter Zeit? Ja, das ist alles auch gut. Macht das, gönnt euch. Oh, du hast meine Ansprache der letzten zwei Wochen verpasst. Boah, geil. Oh. Geschenke. Gügü. Was zum Fick? Boah, geil, Geschenke. Gügü. Was ist denn mit dem Monitor los, Alter? Boah, geil, Geschenke. Gügü. Alter, was ist denn? Was ist denn passiert, Remus? Boah, geil, Geschenke. Gügü. The fuck, vielen, vielen herzlichen Dank, Remus. Oh, Schallerte. Boah, geil, Geschenke. Gügü. Schallerte einfach mal 5 Samps raus. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir kennen uns gar nicht. Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Danke dir. Also, krasse Scheiße. Danke. Danke, lass dich drücken. Oder quetschen. Dankeschön. Danke, Kate. Danke, Kate. Danke, Demos. Ist ja ganz wild hier. Bin gar nicht gewohnt, sowas. Dankeschön. Lol, danke, schreibst du. KZ. Ah, Sunny, ui, Sunny Technikus, hier, Meta, GZ, GZ und Bankai. Danke hier, Dremos, ne? Ehre, also ganz wild. Krasse Scheiße. Wieder 0,1% Kopfschmerzen weniger fürs Real Life, danke dir. Ehrenschweizer, oh, da liegt das Geld. Da liegt das Geld vergraben. Die Schweiz lässt grüßen. Ja, Grüße zurück. Direkt aus München. Direkt aus München. Mir geht es in letzter Zeit nicht so gut, Kate. Ich muss mehr im Bett liegen, sieht man ja. Also nicht so geil. Ich habe ja auch, ich habe auch Montag meine zweite Impfung bekommen. Seitdem tun meine Augen noch mehr Tränen. Augentränen, ich sehe viel schlechter. Und bin die ganze Zeit am tausendmal blinzeln und die Augen tränen ohne Ende. Und brennen und tränen. Ja, aber brauchst du nicht anschaffen oder so für mich. Aber Dankeschön, Ehre. Ehren Katie, Ehren Dremos. Dankeschön. Und jetzt muss ich halt wieder etwas mehr im Bett liegen. Es ist zwar nicht
es ist zwar nicht der beste Zeitpunkt, ein Autorennen zu spielen, denn wenn man nichts wirklich sehen kann und dauernd blinzeln muss, dann ist halt kacke, aber jedes Mal, wenn irgendein Autorennspiel rauskommt, habe ich irgendwas. Bei Forza Motorsport 5 hatte ich Knie-OP, bei Formel 1 hatte ich Fuß-OP, also immer Pech, immer Pech. Rechts abbiegen. Ja, Eigenlob stinkt jetzt schon, Katie. In 200 Metern links abbiegen. Oh, dritte Impfung. Ich durfte ja nicht geimpft werden. Links abbiegen. Du, also hast du die Booster-Info bekommen, oder was? Ich durfte ja nicht geimpft werden. Und wegen meinen Blutwerten. Der braucht das, Kapi. Ja, ja, ja. Durfte nicht geimpft werden wegen meinen Blutwerten, weil die Scheißwerte zu hoch waren. Und jetzt habe ich es geschafft, dass ich jetzt beide Impfungen hinter mir habe. Dass es irgendwie durchging, so die Erlaubnis. Und die zweite, also die erste war ich ein bisschen müde. Bei der zweiten hatte ich halt erstmal am ersten Tag ultra Kopfschmerzen, habe aber trotzdem durchgezogen hier. Und am zweiten Tag Augen tränen, Augen brennen. Ich kann die kaum offen halten, immer wieder total Müdigkeit und so. Und das ist super, Katie, immer noch. Also Alien Beste. Nur ich kann es ja nicht aus dem Bett spielen, muss mit Controller im Bett spielen. Ich hab hier keinen so Befehlstick, ne? Ich hab das normalerweise immer an, 24/7. Aber bei dem Spiel hast du oben links so eine Anzeige von Runden oder Prozenten. Einfach Ausrufezeichen Uptime. Du siehst das ja eh. Und oben links ist es ja. Bürgergeldler. Oh, was ist das? Hola, wie geht's? What? Bist du bereit loszulegen? Rami, du hast doch was von einer großen Katze erzählt, oder? Ach du Scheiße, Alter, lange was ist Geschichte. Jetzt? Ich bin hier bis in den ein Dschungel gefolgt, was? Aber dann waren meine Notizen weg. Genau, ich mach dann wieder ich oben aus. Dir unterwegs, ja. Denn, folgen wir erstmal meinem Weg. Nach Süden, dann über den Highway und die Hügel. Wegen den Prozenten oben. Steht immer so Prozenten. Oder Runde. Hauptstraßen meiden. Aber nicht hier lang. What? Du? Nee, ich muss dritte Impfung machen, weil ich Risikopatient bin und zu wenig Antikörper habe. Auch mit der zweiten Impfung. Oh, okay. Was für ein Abstand ist denn dann zwischen 2 und 3? Ich war hier in München am Montag und das war so Katastrophe. Also es war anders Katastrophe. Die haben ja alle Impfzentren oder so geschlossen um München herum. Jetzt ist nur noch eins für München da, soweit ich weiß. Und da sind so Schleusen A bis G und da waren pro Schleuse ungefähr 40, 50 Menschen. Ich musste eine halbe Stunde draußen warten. Also ich kann ja keine Schuhe anziehen. Ich bin da gestanden mit Krücken am Zittern, weil ich kann ja nicht stehen und nicht halten mich, so wirklich. Dann in Schlappen, in ganz, ganz dünnen Socken, weil ich kann keine Socken, keine Schuhe anziehen. So T-Shirt, leicht bekleidet, halbe Stunde bei 2 Grad da gestanden. Das hat mich auch noch ein bisschen zerstört. Schon Jacke an und so, aber trotzdem war das arschkalt. Und ich bin da gestanden, ich konnte da. Kurzzeitig hat mir dann der Typ, der das Fieber misst, kurz einen Stuhl gegeben oder so. Also draußen warten und sie haben 50 Leuten oder allen Leuten, die da gekommen sind, alle 13.30 Uhr Termin gegeben. Allen den gleichen Zeitpunkt. Ich bin da gestanden mit meinen Krücken, ich musste erstmal dahin latschen. Ne? Also Katastrophe, ich hatte so Schmerzen, ich habe ja 24/7 Schmerzen zwischen 6 und 10 von 10, je nachdem, wie es mal geht. Und dann kam die Scheiße noch dazu. Anders wild hier. Und ich lieg ja wirklich nicht Free Willy im Bett, ne? Also freiwillig ist halt nicht so geil. Würde ich schon lieber aufstehen und rumspringen wollen. Aber was soll's. So ist das halt. Wenn das Schicksal das so will, Katie, ne, bei uns, was willst du machen? Hatte die zweite Impfung im Juni und jetzt vor einer Woche hatte ich die dritte, war zwar Tage ein bisschen krank, aber sonst geht's mir gut. Das freut mich. Das freut mich, dass es dir gut geht soweit. Dankeschön, Dremos, Dankeschön. Geht wieder rückwärts, Katie, das glaube ich nicht, dass ich schaffe.
Bienvenido a Mulegé. Meine Tante, Tia Rosa, hat einen Stand auf dem Handwerkermarkt. Ging zwar eine gute Zeit weiter mit Alien, aber hat dann auch wieder gestoppt. Geht's wieder rückwärts. Egal. Egal. Dann fuhr ich über die Brücke. Macht ja nichts. Ist wurscht. Die da sind, die Bock haben, die sind wichtig und richtig. Ist doch egal. Du musst mal hören, wie ich mich über WoW und über die Community aufgeregt habe gestern. Aber das Flugzeug hatte Startprobleme. Ich bekam es kaum vom Boden. Also, Also die letzten zwei Wochen habe ich die schlimmste WoW-Zeit in meinen letzten 16 Jahren gehabt. Und gestern war der schlimmste Tag in meinem ganzen WoW-Leben von 16 Jahren. Gestern war der schlimmste. Du glaubst gar nicht, wie krass es gestern war. Ich habe von 22 Uhr bis um 4, 5 in der Früh fast durchgehend gekotzt. Ich habe zwischendurch mal, war ruhig, aber ich habe durchgehend jetzt nicht gekotzt, mich übergeben, sondern mich aufgeregt, mich beschwert und einfach nur geschimpft über die Leute, die einfach nur scheiße sind manchmal. Also so viel Real Talk an einem Tag habe ich noch nie gemacht. Habe aber jetzt keinen Bock damit anzufangen, sonst komme ich wieder so eine Stimmung, wo ich mich aufrege. Dann geht der Puls wieder hoch und ich drehe durch. Also es ist die Rede von Katie, dass ich für immer damit aufhöre. Soweit ist es, dass ich für immer fast damit aufhöre. Boah, geil, Geschenke. Sorry. Was zum Fick? Es ist schon nicht Blut in dem Ohr. Denk dran, mich an meine Boah, Mann, geil, Alter. Geschenke. Boah, geil, Geschenke. What? Dremos, geht's noch? Boah, geil, Geschenke. Was ist denn mit dir? Hä? Hör auf, das muss ich heulen hier. Boah, geil, Geschenke. So viel Support gibtest du nicht. Ich lieg hier im Bett tagelang und keine Ahnung, dann verzweifeln und da kommt sowas hier. Boah, geil, Geschenke. Dankeschön. Lass dich drücken, Dankeschön. Ehre, also grüße an die Schweiz nochmal aus München. Boah, geil, Geschenke. Aufhören, Euer. Krass. Boah, geil, Geschenke. Einfach nochmal 10 rausgehauen hier. Durchgedreht hier. Boah, geil, Geschenke. Ich kann das alles gar nicht lesen, hey. Kenn ich die meisten gar nicht. Einfach Boah, geil, Lörter. Geschenke. Dankeschön. Krass. Ja, du. Ich bin den letzten. Du musst ja wissen, Smog, viele kennen das ja nicht. Ich bin jetzt seit über 4 Jahren schon fast gebrochen und habe so viele Probleme dadurch. Im Real Life finanziell und alles und Familie, Stress, hier Stress, da Stress, also immer nur, also eigentlich ist das Leben mehr oder weniger vorbei für mich, weil alles ist zerstört halt mit dieser ganzen Scheiße, die ich habe. Also für mich weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Und dann jede Kleinigkeit halt hilft halt, ne? Moin, Rahok. Ja, geht ganz gut. Und bei dir? Und deswegen ist halt echt krass. Wenn manchmal so ein bisschen Liebe kommt, ist es halt schon nice. Ich find's gut, es macht Spaß. Das letzte habe ich den zweiten Teil gespielt. Ist schon sehr, sehr arcade-lastig. Ich bin mehr so Simulationsfuzzi, aber mit meinen kaputten Füßen kannst du vergessen. Ich würde halt lieber gerne mit Lenkrad und Pedalen spielen. Ja, es gibt immer jemand, der beschissen dran ist, deswegen darf man es auch nicht vergleichen. Jeder ist sich selbst der Nächste und ist es. Wenn einer zum Beispiel nur ein kleines Wehwehchen hat, das ist für ihn das Schlimmste auf der Welt, das verstehe ich auch. Man muss sich auch nur um sich halt kümmern, mehr oder weniger, ist ja okay. Aber es ist trotzdem cool, wenn man so ein bisschen Liebe und so ein bisschen Verständnis kriegt. Oh, ich hatte iRacing 2000,
12 gespielt, das erste. 2012 mal für ein paar Monate. Normalerweise spiele ich ja Gran Turismo, Forza Motorsport, Assetto Corsa, das erste habe ich gespielt und so Simulationssachen halt. Formel 1 halt und WRC habe ich auch gespielt gehabt. Aber kann ich alles nicht mehr machen. Ja, positiv ist halt so eine Sache, Dremus, ne? Ich habe schon mehrfach mit dem Leben abgeschlossen. Ich lag die ersten drei Septemberwochen lag ich komplett im Bett mit ganz, ganz, ganz vielen Medikamenten abgeschlossen, habe gebetet, dass es vorbei ist. Und dann habe ich Ende September angefangen, dieses Experiment zu machen, hier einfach mal das Stream gestartet, einfach laufen lassen. Einfach laufen lassen. Und ich versuche immer in allem das Positive zu sehen, aber im Endeffekt, ey, wenn ich heute verreck, ist okay. Wenn ich heute weiterlebe, ist auch okay. Amen. Beides ist okay. Weil ich bin so tief in der Scheiße bei manchen Sachen drin, dass es irgendwie keinen Spaß mehr macht. Ich hatte ja schon gesagt, wenn ich heute gesund werde und heute einen ultra geilen Job kriege, hätte ich vielleicht die Scheiße in 20 Jahren, wäre ich los. Aber wenn es heute oder morgen nicht klappt, ist halt RIP, mehr oder weniger. Ich meine, ich erzähle euch ja fast alles, aber gewisse Sachen sind halt dann nur noch für mich halt, ne? Ich habe so die Kopfschmerzen, was viele Sachen angehen. Das wird halt immer enger, stürzt sich halt immer mehr so zu wie so ein Strick. Und der Strick erstickt halt einen. Aber ja, das passt schon. Das passt schon. Da ist mein Auto. Lass dich ab, wenn du bereit für die Abfahrt bist. Mit Letter. Mit Letter. Katie. Letter Beste. Ja, ist doch schon klar. Ich weiß schon, wie du es gemeint hast, Smoke. Es gibt immer jemand, der beschissen dran ist. Aber das ist halt, ne, ist ein halber Trostkapper. Ist, ne? Dankeschön für die Liebe und für die gute Besserung. Wenn die ganzen gute Besserungswünsche helfen würden, wäre es einfach geil, einfach instant gesund. Einfach halb fliegen können. Mach das. Hau dich hin, angenehme Träume, Rahok. Was muss ich jetzt hier machen? Achso. Dankeschön. Alex will das größte Dirt-Rennprogramm, das Horizon je gesehen hat. Und das soll er auch bekommen. Aber nur, wenn ich dich mindestens einmal am Tag auf den nackten Popo klatschen kann, Katie. Oder? Auf den Nacken Poppes. Einfach klatschen. Darfst du den Nachbarn hören. Sonst machen wir nichts. Ja, und trotzdem versuche ich in allem das Beste zu sehen, ne? Also, egal wie es ist. Zwischendurch bin ich halt in so einer Stimmung, so einer Mut, wo man halt dann denkt, ja, jetzt gehen wir auf, aber dann immer wieder weiter. Folge mir! Wenn wir dem Fluss folgen, ich dir den Nacken. Ja, wenn du Bock hast. Ich weiß ja nicht. Ach nee, du lass mal. Das nennt sich dann Zipfelklatscher, oder? Zipfelklatscher. Komm bei sehen! Hast du Lust, unterwegs ein paar alte Freunde zu besuchen? Aber sicher! Oh fuck! Technikus ist immer noch da. Hast du dich nicht verabschiedet, oder? Nee, Technikus dreht sich manchmal um. Schreibt irgendwas und pennt weiter. So wie so einige. Ganz wild mit den Leuten hier. Bienvenido a Uxmal! Ehemals die mächtigste Stadt der Region. Ich fürchte jedoch, wir haben meine Freunde um etwas. Also nochmal Dremus, vielen Dank hier. Oder? Vielen Dank hier, dass. Hätte echt nicht sein müssen. Vielen Dank hier. Ich hoffe, du übernimmst dich nicht und dir geht's gut. Und Dankeschön. Sowas ist echt nicht selbstverständlich. Danke dir. Es läuft sogar meine Nase. Einfach sentimental werden hier. Bin schon nah dran. Ich hab dir doch Pisten versprochen, oder? Aleha und ich sind hier als Teenager Buggy-Rennen gefahren. Ich habe immer gewonnen. Ich hoffe, du hast die Rivalität jetzt hinter dir gelassen.
Rivalität? In Mexiko nennen wir das Familie. Weil das Liegen ist zwar ganz angenehm, auch für die Füße, aber ich sage euch was, es geht verdammt in den Rücken. Also zwischendurch kriegst du dann Rückenschmerzen, das ist dann anders wild. Aber wenn du aufstehst oder so, kriegst du dann Fußschmerzen, das ist noch wilder, also legst dich wieder hin. Aber trotzdem, Katie, ne? Was ich die letzte Woche mitgemacht habe in den WoW, es ist halt echt die Rede, dass ich halt komplett für immer aufhöre damit. Ich habe mich 16 Jahre lang verarschen lassen. Leute kommen und gehen, Leute kommen. Ich zeig denen dies, ich zeig denen das, dann verpissen sich wieder. Und das sind Tausende von Leuten, Jahre über Jahre. Tausende von Leuten in jedem Raids. Dann stehst du Mittwoch da und Donnerstag suchst stundenlang und schaffst es nicht, 20 Leute in einen Raid zu bringen, dass sie starten. Imagine, ich mach die ganze Scheiße 16 Jahre. Tausende von Leuten kommen und sehen. Kommen und gehen sehen. Mehrere hundert in Discord und in Community überall. Du schaffst es nicht, an einem Mittwoch oder Donnerstag einen Raid auf die Beine zu stellen. Dann kommen sie zwei, dreimal mit. Kommen mythisch mit zwei, dreimal und dann verpissen sich, gehen dann mit der eigenen Gilde oder gehen woanders mit. Anstatt einfach zu bleiben und ob jetzt und dann und weiterzumachen. Oder keine Ahnung, also. Dann habe ich die Gilde jetzt schon tausendmal neu aufgebaut, immer wieder neu, aber das ist einfach so eine Schweinerei, sage ich dir. So eine Schweinerei. Ich habe gestern noch viel krassere Sachen gesagt. Möchte ich aber alles nicht wiederholen, weil das ist einfach. Das ist einfach so, wie es ist. Wir haben sie erschreckt. Die kommen wieder, stehen total auf Dirt Rennen. Also. Ich war psychisch so gebrochen, so fertig. Die gibt's in Großbritannien nicht. Also. Eure Dschungel müssen sehr langweilig sein. Ich weiß auch nicht, was in den nächsten Wochen im Real Life mit mir passiert. Ich muss schauen, was sich so jetzt ergibt. Es sind ein paar Sachen, die anstehen, die weiß ich nicht, ob ich so einfach überstehe. Da sind wir nun! Also, ist nicht nur wegen mir, es gibt halt ein paar Sachen, die passieren werden. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Wenn der liebe Gott meint, das geht weiter für. Dann geht's weiter, wenn nicht, dann, ne? Also jetzt nicht mich betreffend, also schon, aber du kannst dir vorstellen, dass ich die ganze Scheiße hier alleine nicht schaffe, ne? Ich habe schon ein bisschen Support von Family und so. Und wenn das wegfällt, irgendwie bin ich halt voll RIP. Weißt du? Also, es ist einfach schwierig die nächsten Wochen. Ist der mexikanische Dschungel gut genug für Alex und die besten Dirt Racer der Welt? Deswegen habe ich schon so eine Art Nachfolger bestimmt, der mein Erbe antritt in dem Spiel. Ich weiß, was du den ganzen Weg durch diesen Dschungel gedacht hast. Dieser Ort wäre perfekt. Ein 16 Jahre Erbe. Fast jeder kennt mich in WoW. Egal wer im Raid ist, irgendwie einer kennt mich immer. Tausende von Leute kommen und gehen, gesehen. Jeder kennt mein Pullspruch. Aber, und dann schaffe ich es nicht, dass ich ein Raid mit 20 Leuten aufbaue, dass wir starten können.